Im Rhododendron? Nicht im Rhododendron. In den Rosen? Auch nicht in den Rosen, sondern auf dem Rasen. Ein Glück für die Rosen. Nicht für den Rasen, denn da hat er einen tiefen Eindruck hinterlassen. Nun ja, wenn die Enkel auf dem Rasen rumtoben... Er ist aber nicht mein Enkel. Natürlich nicht. Er sieht ja auch gar nicht ähnlich. Eben. Hallo Leute, da ist er ja. Na sowas, da ist er ja. Fremdes Gesindel am helllichten Tag in unserem Garten, scheint mir. Ach ja, keine Angst, ich tue ihn nicht. Ich bin nur der Torwart, also ein ganz harmloser Fußballer. Und Fußballer sind wirklich kein Gesindel. Sind Sie sicher? Sie kennen mich doch, oder? Gerade in der Zeitung. Ein großes Foto von mir. Ich lese Politik, Wirtschaft und Feuilleton. Der Rest wandert ungelesen in den Müll. Diese Ballspiele stammen von den Affen, nicht wahr? Im Urwald haben die sich mit Kokosnüssen beworfen. Und daraus ist dann alles entstanden. Wir sind Profis. Berufssportler. Und keine Affen. Sind Sie sicher? Also Meister. Da drüben ist ein Spitzenspiel und mein Verteidiger hat im letzten Augenblick seinen Fuß dazwischen gehalten. Jetzt ist Ecke und wir brauchen den Ball. Ja, Sie hätten ihn fangen sollen, als er in Ihrer Nähe war. Schmetterlinge fängt man ja auch, wenn sie vorbeifliegen. Und nicht erst, wenn sie Nachbarsgarten sind. Okay, okay, okay. Schick Ihnen ein Foto von mir mit Autogramm. Mit Autogramm? Ja. Machen Sie die drei Kreuze selbst oder nehmen Sie dafür einen Ghostwriter? Wie reden Sie eigentlich mit mir? Wissen Sie, was ich verdiene? Eine Tracht Prügel verdienen Sie, wie jeder Lümmel, der fremdes Eigentum missachtet. Ihr Ball ist in meinen Garten eingeschlagen, in den Rhododendron, dann hat er drei Rosen weggeknickt und dann... Tut mir leid, aber wir müssen jetzt weiterspielen. Die Leute werden schon unruhig. Hören Sie? Ich brauche den Ball. Unglaublich. Bürgermeister in Bordell verschieden. Den Ball! Tja, manchmal hilft dir ein kleines Wort. Welches? Ich glaube, es heißt bitte. Bitte. Bitte, Herr Dr. Wegener. Bitte. Bitte, Herr Dr. Wegener. Bitte, Herr Dr. Wegener, dürfte ich wohl den Ball zurückhaben, den wir Fußballidioten aus Versehen über Ihren Zaun geschossen haben? Und ich bitte um Vergebung bei Ihnen und Ihrer Frau Gemahlin. Bitte, Herr Dr. Wegener, dürfte ich wohl den Ball zurückhaben, den wir Fußballidioten bei Ihnen über den Zaun geschossen haben. Ich bitte um Vergebung bei Ihnen und bei Ihrer Frau Gemahlin. Es soll nie wieder vorkommen. Es soll nie wieder vorkommen. Gnädige Frau, und lauter! Es soll nie wieder vorkommen, gnädige Frau. Ein charmanter junger Herr Winfried. Was macht er von Beruf? Er versucht, für ein paar hunderttausend Mark im Jahr ein aufgeblasenes Stück Leder einzufangen, gegen das ein anderer getreten hat. Und wenn er das nicht schafft, dann kommt er in unseren Garten. Und davon lebt er. Den Ball, bitte. Den Ball. Er bittet so nett, findest du nicht? Er bettelt richtig. Wie unser Pudel damals, der Ado. Also, hopp! Vielen Dank, Herr Dr. Wegener. Vielen Dank, gnädige Frau. Genau andersrum, Sie Banause. Zuerst gnädige Frau, dann Herr Doktor. Die Dame hat nämlich immer den Vortritt. Schade drum.